Moin moin, mein Name ist Heinrich der Löwe und ja, willkommen bei PUBG. Ihr seht schon richtig, es gibt die neue Map Sanhok, wie man es auch immer spricht. Bevor ich das Spiel starte, wollte ich euch eigentlich noch was zeigen. Und zwar heißt das Ganze jetzt Mini Royale, weil die Gebiete halb so groß sind wie die vorigen Gebiete. 8x8 Kilometer und die sind mal 4x4 Kilometer, Quadratkilometer oder so. Dann wollte ich euch noch zeigen, es gibt ein Event und zwar kann man ja Inhalte freischalten. Also ich selber muss Missionen machen und ihr seht schon, ich habe das schon mal gemacht. Erziele einen Kill mit einem Sturmgewehr, gibt 40 XP und man kriegt auch pro Mission, wenn man irgendwas gespielt hat, XP-Punkte. Und ist nicht viel, was ich bisher gespielt habe, 50 Punkte. Ist ein Witz, ist aber egal. Ich habe jetzt nur 2-3 Runden gespielt, bin auch immer sehr kurz gekillt worden, oder sehr schnell gekillt worden, sagen wir es mal so. Die Map ist noch neu und alle spielen irgendwie besser als ich. was ich euch noch zeigen wollte, ja, wenn ihr jetzt mal so ein Knast-Outfit haben wollt, dann steckt mal 10 Euro in dieses komische Event, in diesen Event-Pass. Kostet 10 Dollar, ich weiß nicht, Euro wird es wahrscheinlich auch 10 Euro sein. Dann kriegt ihr, glaube ich, die Inhalte gleich freigeschaltet oder ihr kriegt sie schneller, da bin ich mir nicht sicher. Aber ich möchte mir auch eigentlich jetzt nicht 10 Euro da reinstecken, weil Polizei oder Knast-Outfit ist jetzt nicht so meins. Wenn da vielleicht was mit Tarnung dabei wäre oder irgendwelche Masken, dann würde mich das eher interessieren, aber ansonsten, ich wollte es euch nur mal zeigen. Ich starte jetzt ja auch schon mal die Map und da würde ich sagen, bis gleich. So, da sind wir wieder. Das ist die Map. Ich dachte anfangs erst, das ist die erste, aber nein, das ist sie nicht. Diesmal gibt es hier 2, 3, 4 Brücken. Ich hasse die Brücken. Diese Brückencamper kriegen mich jedes Mal. Und wir springen jetzt mal bei H-Teen raus. Was immer das ist. Wir werden es gleich sehen. Und raus da. Ah, wir müssen noch ein bisschen näher ran da. Was ist das? Ein Lagerplatz? Ein Dorf oder so. Und die sind auch bestimmt nicht allein. Da hinten sind welche. Ah, vor mir. 1, 2. Einer auf jeden Fall. Kommt der runter? Oh, wo bin ich denn hier? Verdammte Axt. Zu früh gedrückt. So, jetzt haben wir Spielzeug. Auch noch. Ich glaube, der ist mir hinter mir irgendwo runtergekommen. So, erster Kill. Grottenschlecht gekämpft. Ich sage immer, tot ist tot. So, wir sind auch im Kreis. Hauen wir uns mal gleich hier was in den Kopf rein.
So, Vorteil gehabt und echt nicht genutzt den Vorteil, ne? Und er hat auch nichts gehabt. Die Vektor. Ich lass dir mal die Vektor liegen, mein Freund. Ah, hier gibt's gleich Munition. Hervorragend. Ist ein Ausgang? Ich kenne die Gebäude noch nicht in- und auswendig. Scheint so. Glaub, es kam nur einer runter. Aber Augen auf. Kann ja nicht schaden. Oh, die ist ja noch besser als die andere Pistole. Bin ich also einer der wenigen Pistolen, die ich immer gern dabei habe. Ist quasi so eine kleine Uzi. Macht nicht so ultra viel Schaden, aber... Da waren wir ja gerade. Und eine AK und eine M16. Tauschen wir mal. Die Weste. Joa. Die AK nehme ich erstmal nicht mit, aber ich nehme die Munition mit. Auch ja keiner. Ja, Katze. Ich schwimmen könnte, ich habe jemanden gehört, aber... Was denn schick ist? Cool. Naja, ich war auf jeden Fall richtig, dass ich jemanden gehört habe. Ui. Das nenne ich ja mal Glück. Der hat mir echt tolle Sachen mitgebracht. Scheint ein netter Mensch zu sein, also Respekt.
Danke für deinen ganzen Scheiß. Also echt cool. Danke dir. Falls du siehst, ab Dank. Also das war echt gerade Glück. Ich weiß nicht, was der gemacht hat. Ob der sich gerade einen runtergeholt hat, so zu Hause. So. Ach, PUBG spielen. Ich bin gerade im Kreis. Ich kann mir doch erstmal hier ein Porno gucken. Geil. Oder ob der einen Anruf oder AFK war. Ich denke mal, der war AFK. Der hat überhaupt nicht reagiert. Oder war mit seinem Inventar beschäftigt. Das kann auch sein. Denn da lag ja ein Energy Drink. Vielleicht wollte er den irgendwie noch mit reinkriegen. Mache ich manchmal auch. Da kämpfst du erstmal mit dem Inventar. Versuchst das noch irgendwie so lange wie möglich noch mit reinzukriegen. So wie ich jetzt auch. Und warum nehme ich diese andere Kackmunition mit? Die kann doch raus hier. Zack. So. Oh, die nehmen wir auch mal mit. Aber ich glaube, bis auf den Pistolenschalldämpfer hatte ich in diesem ganzen Spiel noch keinen Schalldämpfer gefunden. Aber vielleicht kommt das noch. So, wir müssen auf die andere fucking Insel. Scheiße. Was habe ich vorhin noch mit den Brücken gesagt? Ich weiß gar nicht, ob ich online war, oder ob ich da schon aufgenommen habe. Oder ob ich das rausgeschnitten habe. Es ist... Ich hasse diese Brücken. Gibt es immer Brückencamper? Immer. Immer. Wenn ich spiele, immer. Es gibt immer jemanden, der da rumgammelt und nichts zu tun hat. Gibt es den Timer nicht mehr? Aber der Kreis ist schneller, glaube ich, ne? Als früher. Ich weiß nicht, wie es ist mit dem Schadensystem vom Kreis, ob der jetzt auch härter ist hier. Aber ich bin natürlich auf der Brücke gefundenes Fressen. Aber wir sind gleich drin. Ich glaube, ich springe von der Brücke gleich runter. Ja, besser ist. Besser ist scheiße, ey. Awasaki! Auf der... Ich weiß nicht, von wo ich beschossen wurde. Kein Brückencamper, nicht direkt auf der Brücke. Nee, abbrechen. Ich wollte hier normal nochmal in den Kopf hauen. Ach, waren nur 8 Schuss, na gut. Aus wie das Dorf, wo ich am Anfang war. Ach du Jemine. Jetzt heißt es Laufi, Laufi, Laufi. Also ich werde das jetzt mal... Normalerweise wollte ich immer diese Laufsachen nochmal rausschneiden. Ah ja, das da ist jetzt Neues, lass es nochmal drin. Ist das nicht schön? Von überall könnte ich beballert werden und ich laufe direkt in die Mitte durch. Ich muss dazu sagen, ich habe keine militärische Grundausbildung. Ich glaube, jeder hätte gesagt, oh, ich renne über außen rum. Nein, ich laufe quer durch. Aber das ist auch ein normales Geräusch. Hätte ich gedacht, dass hier, wenn hier Wasser ist, dass man mehr so
Geräusche. Das ist einfach ganz normales Laufen. Oh, was ist denn hier? Holzlager? Keine Granate. Fuck, dann nicht. Ui. Ich glaube, da hat man gerade Glück, dass wir nicht weitergelaufen sind, oder? Da hoch? Leck mich doch. Okay, sind direkt am Start, denke ich mal, einige runtergekommen. Zwei Versuche kann ich nicht gebrauchen. Achso, wir müssen in den Kreis. Fuck, ich bin noch gar nicht im Kreis. Ja, und ich dachte, ich, Horst, ich bin schon drin. Helmchen haben wir auch schon. Cool, Nebel. Sehe ich gerade so ein bisschen. Ideal, jetzt durch das offene Gebiet zu laufen. Und das nächste ist quasi offenes Gebiet. Und vor mir war auch schon jemand. Ah, ist nicht so ganz Nebel wie auf der alten Karte. Die hatten es ja, glaube ich, deaktiviert, das Nebel. Oder generell, dass es mal nebelig wird. Jetzt haben sie so sich wahrscheinlich so einen Kompromiss gefunden mit so leichten Nebel. Finde ich gar nicht verkehrt. Man kann noch weit gucken. Ah, von hinten. Ah. Scheiße. Von wo war der denn? Es gibt keine Kill-Cam. Schade. Ja, Platz 16. Schade. Ach, das ist Event Pass XP und das ist die normale. Okay. Wir haben jetzt für den 16. Platz mit 2 Kills 6 XP, Event XP bekommen. Also man kriegt nicht sehr viel von diesen Event XP. Das ist nicht viel. Also 6 XP, und wie viele Spiele muss ich ja machen? Also da kannst du ja echt um die... Ach, da kannst du ja Stunden spielen. Das ist... so wahrscheinlich nicht so leicht, mit dem, die Event-Sachen zu bekommen. Egal, ich lade das einfach mal so hoch, auch wenn es jetzt kein Erfolg war. Ist halt so, ich wollte es euch mal zeigen, ganz kurz. Habe ich damit getan.
Ja, nette Sache, nette Map. Man muss dazu sagen, ich mag PUBG und ich habe PUBG damals schon unterstützt, als es noch da in der Early Access Phase war. Sehr früh eigentlich schon. Man muss jetzt sagen, die hatten damals nur eine Map. Dann kam das Spiel raus und dann hatten sie eine zweite Map dazu gemacht. Für einen Vollpreistitel, für ein Spiel, was fertig ist, zwei Maps. Und jetzt haben wir die dritte. Ich finde es ein bisschen wenig an Karten. Map fühlt sich cool an. Ich finde es cool, dass es auch eine kleinere Map ist. Ich hoffe aber auch, dass sie weiterhin noch größere Maps machen. Und ich hoffe auch, dass sie mal mehr Maps machen. Und wenn sie zu langsam sind und das nicht selber machen wollen, dann sollen sie halt die Community halt irgendwie oder das modbar machen, dass die Community selber Maps generieren kann oder bauen kann. Aber nun gut, ich wollte euch mal zeigen, das ist Sunhawk. Und ja, ich wünsche euch noch viel Spaß. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao.